Ja, weiter geht's nach dieser kleinen Unterbrechung. Die gefallene Festung haben wir gerade gemacht. Eine kurze Mission. Es geht weiter mit der Mission 18. Da bin ich mal gespannt, was wir jetzt machen müssen. Wir haben zumindest jetzt eine Sternbasis, eine eigene. Und ja, schauen wir uns die doch gleich mal an, ne? Also dann, viel Spaß beim Zugucken. Mit dem Kapern dieser Sternenbasis haben wir einen Wendepunkt erreicht. Melkor wollte eine persönliche Konfrontation mit unseren Truppen vermeiden, aber er hat keine Wahl mehr. Diese Sternenbasis dient uns als Ausgangspunkt zu den wichtigsten Stellungen des Hauses Gioch. Wenn wir ihn empfindlich getroffen haben, muss der Feind sich uns stellen. Dann werde ich zu gegebener Zeit diesem ehrlosen Verräter ein Ende bereiten. Mit seiner Niederlage kann ich den drohenden Aufstieg von Stabschef Gorkon verhindern. Beide Gefahren werden angegangen und eliminiert. Ehre dem, der also wandelt. Bitte. Palock! Was ist passiert? Die Reaktoren wurden sabotiert. Wir verlieren Energie. Das Eindämmungsfeld kollabiert in 18 Minuten. Die Sternbasis wurde sabotiert. Wir haben 18 Minuten, bis die Energiereserven ausgehen und das Antimaterie-Eindämmungsfeld zusammenbricht. Beamt euch zu euren Schiffen zurück. Wir müssen so viele Krieger und Ressourcen wie möglich retten. Füllt eure Laderäume mit Evakuierten und schleppt die gekaperten Kriegsschiffe vom Ort der Explosion weg. Wir haben noch 17 Minuten. Los! Wir werden von der IKC Munyeb gerufen. Frequenz öffnen. Hier spricht Captain Hovak von der IKC Munyeb. Unsere Impulstriebwerke sind funktionsunfähig. Ihr wurdet uns zugewiesen, um uns mit dem Traktorstrahl von der Raumbasis wegzuziehen. Verstanden, Captain. Bereite dich auf das Treffen vor. Torlek, Ende. Captain, ich erfasse mehrere Kriegsschiffe mit Warp im System. Sir, Sie sind vom Haus Gioch. Sie werden von der War Whoopi angeführt, Melkors Nachtschiff. Sir, Chang schickt eine allgemeine Nachricht an alle Schiffe in der Umgebung. Auf den Schirm. Auf den Schirm. Melkor, keine Sabotage mehr. Keine schändliche Sabotage mehr, verstanden? Löse dich von deiner Flotte, ich tue das auch. Dann erledigen wir das schon, du und ich. Sir, Melkor wendet sich auf offener Frequenz an General Chang. Beide Übertragungen zusammenlegen. Chang? Erweist du so deinem künftigen Imperator die Ehre? Ja? Du bist ein Feigling! Stell dich mir! Lass mal sehen, wie gut du kämpfst, wenn du dich nirgends verkriechen kannst! Verwechsel mich nicht mit meinem toten Bruder, Chang. Ich bin nicht vom Weib geboren, wie dein Menschendichter sagen würde. Ich brauche nicht zu kämpfen. Du bist schon besiegt. Deine Truppen sind im Chaos und mit Flüchtlingen belastet. Widerstand ist Selbstmord. Aber ich kann großzügig sein. Knie vor mir nieder, Chang, und du darfst meinen Sieg über Gorkon teilen. Als Zeichen meines guten Willens schwöre ich, dass ich nie Frieden mit der Föderation schließen werde. Du willst dich mir nicht stellen und mich mit falschen Versprechungen verführen? Nun gut, ich komme zu dir. Dazu töte ich sogar jeden Krieger, hinter dem du dich versteckst. Ups. Captain, Antimaterie vom Kerndurchbruch der Basis hat den lokalen Raum destabilisiert und ein Ionenfeld erzeugt. Wir können uns aus diesem System erst dann mit Warp entfernen, wenn sich das Ionenfeld aufgelöst hat. Captain, wir werden von General Chang gerufen. Auf den Schirm. Auf den Schirm. Dalek. General, wenn Melkor getötet werden muss, folge ich und gebe Feuerschutz. Es bleibt keine Zeit. Selbst wenn ich mich opfern würde, um diesen Feigling zu töten, könnte unsere Flotte sich nicht retten. Nicht mit den Flüchtlingen an Bord und angesichts der Übermacht. Lass das Schiff, das du schleppst, los und greife die Vorhut von Melkors Flotte an. Ich werde Melkor verfolgen, doch ich schicke eine Angriffsgruppe zur Unterstützung. Du musst Melkors Vordringen behindern, bis du abberufen wirst. Du musst uns die nötige Zeit zum Neuformieren verschaffen. Melkor glaubt, ich wolle nur ihn. Die schwersten Kriegsschiffe seiner Flotte müssen diesen Feigling beschützen.
Das ist unsere einzige Chance. Chang, Ende. Captain, unsere Geleitschiffe formieren sich. Captain, die Moonap ist frei. Wir können unseren Gegner angreifen. Captain, die Walborka und die Krapok wurden uns als Geleitschiffe für diese Schlacht zugewiesen. Sie möchten beide ihre Bereitschaft zum Ausdruck bringen, Rache am Gegner zu üben, Sir. Also den Frachter sollen wir jetzt nicht schleppen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Kommunikation, weise den Geleitschutz an, meine Kommunikation. Weise den Geleitschutz an, meine Ziele anzugreifen. Kommunikation. Ich glaube, wir kapern mal ein bisschen, an, ne? Meine Ziele zu erobern. Auf deinen Befehl! Sir, Steuerbordschild ist um 50% aktiv! Sir, Steuerbordschild gibt nach! Sir, oberer Schild nur zu 50% aktiv! Also ich glaube, diese Mission... Aktiv, wo ist das Ding überhaupt? Müssen wir ein paar Mal spielen? 4 Sicherheit. Transporter deaktivieren. Ah! Sofort, Sir! Transporter aktivieren. Sofort, genau. Sir! Volle Kraft voraus. Ein Viertel im Puls. Weil das Ding will ich nämlich übernehmen. Nein! Oh, Leute. Volle Kraft voraus. Verstanden. Hinterer Schild nur zu 50% aktiv. Ja, ja, ja. Ist ja schon gut, Leute. Steuerbordschild nicht mehr aktiv, Sir. Dann mach ich's anders. Hinterer Schild gibt nach. Sir, Backbordschild nur zu 50% aktiv. Ich glaube, die nehmen uns gerade das Schiff auseinander. Wir machen jetzt Folgendes. Sicherheit. 5 Außenbeam, Team. Sicherheit. Alles, was geht. Backbordschild nicht mehr aktiv, Sir. Oberer Schild nicht mehr aktiv, Sir. Wir sind angekommen, Sir. Nähern uns Ziel. Ursprüngliches Team in Position. Halten uns bereit für eventuelle Verstärkung. Transport unvollständig. Wir haben die Transportererfassung verloren. Das gibt's nicht. Sir, unterer Schild nur zu 50% aktiv. Backbordschild nicht mehr aktiv, Sir. Halbe Impulsenergie. Ich bin gerade ein bisschen ruhig. Ein Viertel Impulsenergie. Verstanden. Wir erhalten Berichte zu den Opfern unter der Crew, Sir. Oberer Schild nicht mehr aktiv, Sir. Kommunikation. Weise den Geleitschutz an, meine Ziele anzugreifen. Auf deinen Befehl. Kommunikation. Weise den Geleitschutz an. Das Ding muss angegriffen. Meine Ziele zu erobern. Sir, unterer Schild nur zu 50% aktiv. Halbe Impulsenergie. Verstanden. Ein Viertel Impulsenergie. Verstanden. Komm, 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 komm. Lass dich kapern.
Volle Kraft voraus, ein Viertel Impulsenergie. Verstanden. Ein Viertel Impulsenergie. Lass dich kapern. Halbe Impulsenergie. Ein Viertel Impulsenergie. Kommt, Leute. Hinterer Schild nicht mehr aktiv, Sir. Volle Kraft voraus. Lass dich kapern. Ein Viertel Impulsenergie. Komm, lass dich kapern. Lass dich kapern. Kommunikation. Weise den Geleitschutz an, meine Ziele anzugreifen. Gegnerische Brücke gesichert, Sir. Sehr gut. Volle Kraft voraus. Ein Viertel Impulsenergie. Drei Viertel Impulse. Unterer Schild nur zu 50% aktiv. Reparatur. Reparatur muss da durchführen. Ein Viertel Impulsenergie. Bremsen? Sir, vorderer Schild nur zu 50% aktiv. Ein Viertel Impulsenergie. Sir, vorderer Schild gibt nach. Wie Sir, sieht's? Steuerbordschild gibt nach. Wie sieht's eigentlich noch mit... Wir können noch was beamen. Fünf Marines. Nee, das reicht nicht für eine Katinga. Volle Vorderer Schild nicht mehr aktiv, Sir! Sir, Backbordschild nur zu 50% aktiv. Sir, hinterer Schild gibt nach. Steuerbordschild nicht mehr aktiv, Sir. Ich bin still. Ihr seht schon, das Ganze zieht hier verdammt an. Reparaturmuster durchführen. Volle Kraft voraus. Feuer. Photontorpedos. Feuer. Sekundärwaffen schwer beschädigt, Sir. Hinterer Schild nicht mehr aktiv, Sir. Sir, unterer Schild nur so 50% aktiv. Steuerbordschild nicht mehr aktiv, Sir. Eins, vier. Reparaturmuster durchführen. Eins, drei. Standard. Vorderer Schild nicht mehr aktiv, Sir. Sir, unsere Transporter entfernen sich mit Warp. Captain, das Ionenfeld hat sich aufgelöst. Wir können uns mit Warp aus dem System entfernen. Sehr Sir, schön. Unterer Schild gibt nach. Kommunikation. Weise Transporter aktivieren. Sofort! Kommunikator. Nein! Backbordschild nur zu 50% aktiv! Steuerbordschild nicht mehr aktiv, Sir! Ich möchte dieses Schiff hier noch vernichten. Unterer Schild nicht mehr aktiv, Sir! Sir! Oberer Schild nur zu 50% ja. aktiv! Hinterer Schild nicht mehr aktiv, Sir! Oberer Schild nicht mehr aktiv, Sir! Sekundärwaffen schwer beschädigt, Sir! Backbordschild nicht mehr aktiv, Sir! Aber ich habe was vernommen, dass wir... Kommunikation. Weise den... Gegnerische Traktorstrahl hat uns erfasst, oh. Sir. Wir werden Opfer auf allen Decks gemeldet, Sir.
Volle Kraft. Sie haben uns losgerissen, Sir. Wir können uns ja mit Warp entfernen, habe ich mir sagen lassen. Brücke aus dem System. 2 und 8. Aber da steht, wir müssen noch Truppenschiffe beschützen. Ist nicht gelb geworden. Kann sein, dass wir die Mission nochmal machen müssen. Wie gesagt, wir spielen blind. Bitte lass jetzt alles grün auftauchen. Bitte alles grün werden lassen. Ja! Oh, unsere Kurve 69. Runter. Alter Schwede. Unsere Station ist verloren. Schade. Aber wir haben ein klingonisches Schiff gekapert. Auch schwer beschädigt, aber besser als nichts. Und auch das war eine kurze Mission, finde ich. Einsatzbesprechung. An General Chang und Stabskommando. Operationshauptquartier. Von Commander Tokmak, Einsatzleitung. General, der Verlust der Raumbasis Quack ist ein erheblicher Rückschlag. Aber dank Captain Torlek wurden Melkors Truppen aus dem System vertrieben und unsere Verluste waren minimal. Außerdem würde ich gerne einen Augenblick lang über Commander Rocks Versetzung reden. Commander Rock war mit der Leitung der Truppengarnison an Bord der Station beauftragt, aber wegen ihrer Zerstörung stellt sich die Frage seines nächsten Auftrags. Hä? Ja, da wurde wieder einiges weggelassen, dafür wurde was anderes vorgelesen. Also, nochmal, bisschen Verluste minimal. Schon bald werden wir den Krieg gegen diesen Verräter wieder aufnehmen können. Das hat er nicht mehr gelesen, aber das hat er jetzt gelesen gehabt. Außerdem würde ich gerne einen Augenblick lang über Commander Rocks Versetzung reden. Commander Rock war mit der Leitung der Truppengarnison an Bord der Station beauftragt. Aber wegen ihrer Zerstörung stellt sich die Frage seines nächsten Auftrages. Das hat er vorgelesen gehabt, dann war Ende. Jetzt kommt wieder ziemlich klar Text. Obgleich viele Commander diesen anerkannten Außenteam-Commander gerne in ihrer Crew hätten, wurde die Angelegenheit von Commander Rock selbst beigelegt. Er bat persönlich darum, unter Captain Torleks Kommando dienen zu dürfen. Ach, das bin ich. Rock gibt als Grund Captain Torleks vorbildliche Leistung bei dem ursprünglichen Angriff auf die Raumbasis Quark an. Quark. Ich habe diesen Auftrag genehmigt und bin sicher, dass Captain Torlek keine Einwände erheben wird. Stimmt. Ich erhebe keine Einwände. Ja, Gruppenkampf. Wieso ist denn jetzt als wir auf Null runter? Ach, das ist... okay. Das ist mal nicht... Okay, ich verstehe. Und in der Akademie wurde alles zusammengesetzt, zusammengezählt, aber jetzt wird hier für jeden Auftrag ein einzelner Akt angelegt, so wie es aussieht. Okay, Kampfgruppensieger 1, Elite. Wow, ja. Beschütze 6 Truppenschiffe bestanden, feindliche Schiffangreifen bestanden, Treffung mit Quick bestanden. Ja, und auch hier hat wir wohl einen Bug zugeschlagen, weil es hieße ja, wir mussten dieses eine Schiff abschleppen und plötzlich kam eine Sequenz nach der anderen, wo wir nur zugucken konnten. Und dann hieß es plötzlich, ach, weißt du was? Lass das Schiff da liegen, flieg weg. Oh Mann. Ja. Da eine kleine Frage an meine Zuschauer. Wer das Spiel Klingon Academy schon mal gespielt hatte früher, hattet ihr diese Bugs auch gehabt? Gut. Ansonsten sage ich jetzt mal, wir machen jetzt hier wieder Schluss, wie immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis bald, euer Biofner. Tschüss. Und da sind wir wieder. Wir haben die Mission Kutlutsch oder Kutlutsch oder wie immer sie ausgesprochen wird. Klingonisches Wort. Gemeistert. Ja, die Sternbasis ist vernichtet worden, sabotiert. Und wir mussten, ja, viele, viele Frachtschiffe beschützen. Da wir uns aus dem System zurückziehen mussten und ja, die feindlichen Truppen von Melkor waren uns auf den Fersen. Das war die letzte Mission. Und wir machen jetzt Mission 19 weiter. Ihr seht schon, bis zur Mission 25 fehlt nicht mehr viel. Und dann sind wir ja auch schon fertig mit Klingon Academy. Das ging jetzt wirklich Schlag auf Schlag, seitdem ich die Mission Es riecht nach Verrat fertig hatte. Wie gesagt, das war echt meine Angstmission hier.
Und danach ging's bum 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 bum. Okay, wir machen jetzt weiter mit Kurt Lutsch und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken.